reingekommen. Die Passagierzahlen der Lufthansa. Schauen wir uns zunächst die Lufthansa selber an. Passage März, Sitzauslastung mit 78,7%. Das ist ein deutliches Plus von 2,5 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr. Und die Passage selber, Passagiere 5,8 Millionen. Da geht es ein bisschen nach unten, 1,3%. Und konzernweit geht es auch ein bisschen nach unten, 1,2% gegenüber dem Vorjahr. Und bei der Luftfracht, da sieht es nach wie vor relativ mau aus. 155.000 Tonnen, ein Minus von 4,5%. So, unser Gast ist jetzt ein echter Champions League-Halbfinalist. Ich begrüße aus aller Herzlichste Hans-Joachim Watzke, den Boss, den Geschäftsführer von Borussia Dortmund. Herr Watzke, in der 90. Minute stand es 1:2 aus Sicht des BVB. 2 Minuten später, also in der Nachspielzeit, 3:2 für den BVB. Können Sie das jetzt wenige Stunden nach dem Sieg eigentlich schon realisieren? Es fängt so langsam an. Also ich habe heute Nacht fast überhaupt nicht geschlafen, habe mir das Spiel nochmal angesehen, habe vorher noch ein bisschen zusammengesessen mit Freunden. Aber es ist schon außergewöhnlich und so langsam dämmert es einem, was das heißt, mit diesen Clubs, die jetzt am Freitag noch in der Lostrommel sind, da in einem Topf zu liegen. Das ist schon verrückt, ja. Was bedeutet jetzt dieser Einzug ins Halbfinale aus sportlicher Sicht? Ist Dortmund endlich unter den internationalen Größen angekommen? Ja, das kann man, glaube ich, sagen. Es ist ja keine singuläre Situation, sondern wir sind zweimal deutscher Meister geworden. Wir haben den DFB-Pokal gewonnen und jetzt haben wir auch in Europa natürlich unsere Visitenkarte abgegeben. Es ist ja nicht nur der Halbfinaleinzug, sondern man muss ja sehen, wir haben in der Vorrunde Manchester City rausgeschmissen. Wir haben Real in der Gruppe hinter uns gelassen. Wir sind jetzt im Halbfinale und zwar die einzige Mannschaft der Champions League noch ungeschlagen. Das alles zusammengerechnet ist sicherlich kein Zufall mehr und ich glaube schon, dass wir wieder unter den Top Ten in Europa angelangt sind, ja. Jetzt würden wir natürlich das ganze Thema noch etwas gerne feiern und Analyse betreiben, warum jetzt in der Nachspielzeit. Allein, wir müssen auch natürlich über das Thema Geld sprechen. Sie sind ja an der Börse notiert mit dem BVB. Wie sieht es jetzt wirtschaftlich aus? Wie lukrativ war diese Saison bislang? Ja, was die internationalen Ränge angeht oder die internationalen Einnahmen angeht, natürlich sehr lukrativ. In der Bundesliga ist aufgrund der fehlenden Spannung natürlich von seit Wochen ein bisschen die Luft raus, aber insgesamt gesehen ist es so lukrativ, dass wir sicherlich davon ausgehen können, dass wir einen neuen Rekordumsatz verkünden werden zum 30.06., wenn unser Geschäftsjahr zu Ende ist. Und was den Ertrag angeht, das wissen Sie ja selbst, der ist ja immer auch noch am Ende ein bisschen transfergetrieben und ähnliches, aber wir sind hochzufrieden, keine Frage. Bei den Transfers, danke fürs Stichwort, da müssen Sie noch was tun. Zumindest sieht das der Kollege Uli Hoeneß, der Präsident der Bayern, so. Er sagt, ja klar, BVB gelobt, gar keine Frage, aber er hat auch gesagt, der Kader ist doch ein bisschen zu dünn besetzt, um die Meisterschaft zu gewinnen und gleichzeitig in der Champions League dann zu glänzen. Auf was für Positionen wollen Sie die Mannschaft noch verstärken? Ja, Uli Hoeneß hat ja da völlig recht, nur er muss dann auch fairerweise sagen, wenn ich wie Bayern München 130 oder 140 Millionen für die Mannschaft jährlich an Gehaltskosten ausgeben kann, nämlich das Doppelte, was der BVB kann, dann ist es natürlich auch nicht so schwer, einen breiteren Kader zu haben, ja. Und da wir aber nun mal uns von Anfang an der Tatsache verpflichtet haben, dass wir nicht mehr ausgeben, als wir einnehmen, gibt es da eben eine gewisse Grenze. Und demzufolge müssen wir damit leben, aber das gelingt uns ja nicht so schlecht. Und haben Sie jetzt schon Positionen im Auge, auf denen Sie sich verstärken wollen? Auch das werden wir intern besprechen und am Ende dann lösen. Sie haben ja in den vergangenen Jahren immer auf den Jugendstil gesetzt. Sie haben junge Spieler geholt, haben die dann entwickelt. Können Sie sich vorstellen, fertige Spieler auch vom internationalen Format zu holen? Im Ausnahmefall ja, aber das Geschäftsmodell von uns sieht einfach mehr die Tatsache vor, dass wir Spieler mit entsprechendem hohem Entwicklungspotenzial zu Borussia Dortmund holen. Aber wir sind in keiner Ideologie gefangen, das heißt, es kann auch immer mal anders kommen. Also dann.